Lieber Julian, herzlich willkommen im Change Rider. Ja, sehr gerne, dass ich hier sein darf. Ja, großartig, dass du dich hier beworben hast und dass du ja hier auch heute ausgezeichnet wurdest. Das war ja super, sehr gut. Vielen Dank. Hattest du, warst du aufgeregt vorher, oder? Tatsächlich nicht wirklich. Okay. Nee. Ich habe mich nur darauf gefreut, ziemlich darauf gefreut. Gut, cool. Hier die anderen Leute mal zu treffen, kennenzulernen, weil ja doch recht ganz spannende Personen hier sind. Ja, ja, absolut. Also total diverses Feld. Ich bin auch wirklich schwer beeindruckt. So, und du machst ja was ganz Großartiges. Das heißt, du machst, wie nennen wir das, Studienberatung online oder digital und das auch mit ein bisschen Algorithmen und auch, erzähl mal ein bisschen. Also ich kenne ja nur, habe ich ja gerade erzählt, ja meine Geschichte. Ich bin ja damals, haben meine Eltern viel Geld für bezahlt, zu einer Dame nach Düsseldorf gegangen. Die hat mich dann den ganzen Tag als kleiner Stöpsel kurz vorm Abi analysiert und hat mir dann irgendwelche Tipps gegeben, die ich dann aber zum Glück nicht befolgt habe und bin dann eigentlich ganz happy, dann auch in meine weiteren Lebensschritte eingestiegen. Wie macht ihr das anders? Also man kann im Prinzip sagen, dass wir genau diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, in Algorithmen abgebildet haben. Mhm. Also PIKA ist ein digitaler Studienberater und dadurch wird letztendlich Studienberatung zeitgemäß, wesentlich effizienter und halt kostenlos. Sprich, da muss man nicht mehr 2.500 Mark waren es vielleicht damals noch blättern, Mark, sondern man zahlt gar nichts mehr und hat sogar noch eine bessere Beratung eigentlich. Ja. Okay, und erklär mal, wie geht es? Also das heißt, habt ihr da jetzt einen Fragenkatalog oder wie funktioniert das? Es ist ein psychometrisches Verfahren, so nennt sich das. Ein psychometrisches Verfahren, es ist auch wissenschaftlich validiert. Und dadurch ist es halt nicht einfach so ein Bullshit-Ding, das verspricht in 10 Fragen irgendwie den richtigen Studiengang für dich finden zu können, weil davon gibt es schon genügend im Internet. Okay. Und wir haben halt selbst einfach als Schüler dieses Problem gesehen. Faktisch gibt es in Deutschland 19.000 Studienangebote. Ja, und es ist halt viel einfach überfordernd, da irgendwie das Richtige rauszusuchen. Ja. Und da haben wir halt einfach gesehen, dass es notwendig wäre, genau sowas mal richtig zu machen. Sprich, wirklich auch das digital gut zu machen. Wenn du jetzt so Deutschland siehst, auf einer Metaebene, was ist so eine der größten Herausforderungen, die wir irgendwie hinkriegen müssen? Ja, der Arbeitsmarkt sich wirklich den Herausforderungen, die Buzzword, die digitale Transformation letztendlich mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir beantworten müssen können, wo es auch letztendlich darum geht, dass Werte sich dadurch verändern. Mhm. Sprich, wir auch für uns entscheiden müssen, welche Werte wir als Gesellschaft aufrechterhalten wollen. Verstanden. Und da sehe ich letztendlich so die zentrale Herausforderung, um letztendlich auch die Risiken der Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt zu minimieren. Also ich glaube, das ist so der zentrale Punkt, worum es gehen wird.